Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Overlord Rising Hell. Ja, ich bin auch immer noch der Felix. Ja, ich spiele immer noch den Overlord. Ich wollte kurz die Schmiede zeigen. Die logischerweise unten ist. Die Schmiede. Hier wurden Waffen geschaffen, die Trollkönige vernichten können und Rüstungen, die sogar den Atem eines Drachens abhalten. Gunther wurde zum Schmiedemeister befördert. Er wird euch herumführen. Der Ofen wird aufgeheizt, Herr. Folgt Gunther in die Schmiedekammer. Hier ist unser wundervoller Waffenschrank. Schmiedemeister Gunther, Herr. Jetzt sehen wir hier, was wir angelegt haben. Waffen, Stahlrüstung, Stahlhelm, Stahlaxt. Alles noch nichts Besonderes. Jetzt haben wir ja schon einen Ofen gefunden. Da, Gunther. Und... hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln. Kann ich mal wenigstens sprechen, Alter? Danke. Ich kann hier, wie es schon gesagt wurde, neue Waffen schmieden. Ihr könnt drei Arten von Objekten schmieden. Alter, halt die Fresse. Helme und Rüstungen. Ja, ich kann ein Schwert, eine Axt und einen Morgenstern. So, kann ich jetzt mal weiterreden? Danke. So, wenn ich jetzt hier mir einen Morgenstern... Hier wählt ihr den Materialtyp aus, Herr. Der hängt von den Schmelzöfen ab, über die ihr in eurer Schmiede verfügt. Kriegt die Kratze. Ich habe ja jetzt hier nur Stahl, weil ich nur einen... ich habe. Nachher kommen noch zwei weitere Metalle dazu. Ich mache mir jetzt erstmal einen Stahlmorgenstern. Ihr könnt Objekte mit dem Leben eurer Schergen tränken. Und je kann da jetzt... desto mächtiger wird das Objekt. Schergen. Die Kosten und die maximale Anzahl an opferbaren Schergen werden durch das Objekt und das Material bestimmt. Aber übertreibt es nicht, Herr. Vergesst nicht, dass die Schergen eure tödlichste Waffe sind. Brecht also nie ohne sie auf. So, sagen wir mal, ich möchte jetzt so viel da reinkloppen. Euer Objekt kann jetzt geschmiedet werden. Ja, da steht ja auch Schmieden. Ja, und dann springen die da alle rein. Ich finde es ein bisschen unnötig, aber... ist auf jeden Fall schon mal eine nette... Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Ja, ich hier weiß. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. So, jetzt sehen wir hier die Veränderung von der Axt zum Morgenstern. Jetzt hier noch plus 30 Schaden, ein bisschen Feuerschaden. Das Schmieden wirkt äußerst entspannend auf die Seele, Herr. Ja. Danach seid ihr bereit für böse Taten. Aber noch kritischen Schaden drauf. Rückstoß jetzt nicht, weil ich wollte jetzt keine blauen opfern. Plage der Menschheit! Nerv nicht. So, das war die Schmiede. Im Kurzdurchgang. Ja. Gucken wir mal, was wir in Hügelland noch so machen können. Sind immerhin zwei Aufträge noch. Okay. Dunkler Herr, lol. In der Hoffnung, dass ihr Mitleid mit uns habt, bieten wir euch unsere schönste Jungfrau an. Ich bin keine Jungfrau. Warum nennen Sie mich wohl Heuhaufen, Hanna? Sie weiß nicht, was sie sagt. Euer herrlicher Anblick verwirrt sie, Lord. Wir könnten im Turm ein paar Diener gebrauchen. Sie könnten ein wenig putzen. Die Brotgrube ist ziemlich dreckig. Wie mache ich denn das? Mit Scherzen. Oh. Cool. Das ist ja geil.
Gehen wir mal auf Dina-Jagd. Also irgendwo hier jetzt noch Dina sind. Ich komme nicht mit euch, Schafmörder. Müssen wir hier durch ganz Himmelsspitze laufen. 10 Diener sind das, okay, gut. Sehr cool. Die arme Frau, du Arsch, Alter. So, wo sind denn noch Frauen? Gehen wir ja auf Frauenjagd. Es ist ein bisschen diskriminierend, wenn das nur Frauen sind, kann das sein. Ihr wollt nicht mich, sondern meine Schwester. Sie ist die Hübschere. Achtet auf diese Kerle! Verdammte Helden! Keinerlei Respekt für andere! Machen wir das hier mal wieder auf. Hey! Das ist nicht nett! Ist egal. Mist. Hey! Das ist nicht nett. Was ist ich hole nett? Gleich die anderen Jungs. Mach doch. Na egal. Oh. Dina, Dina, Dina. Wo sind Dina? Hey, würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Nee, irgendwie nicht. Da ist noch einer. Haltet mir diese Kreaturen vom Leib. Ihr seid schlimmer als die Halblinge. Stimmt doch gar nicht. Ihr macht alles kaputt. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder eine übersehen. Dürfte ja eigentlich nur in Himmelsspitze sein. Ich meine, da liegt eine Frau, aber ich glaube, die kann ich nicht mitnehmen. Sieht sehr tot aus. Ja. Wo sind die ganzen Frauen versteckt? Ihr Bauern, rückt eure Frauen raus. Ich brauche Diener. Mal da hinten noch gucken. Ich glaube trotzdem, dass da keine Frau ist. Wenn da eine Frau ist, dann ja, gar nicht so schlecht. Hier ist so gut wie nichts. Hey.
müssen wir weiter in der Stadt gucken. Also wenn da hinten keine Frau ist, dann wird da drinnen auch keine sein. Ich hoffe es einfach mal. Also ich muss leider gestehen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die sind, die Diener. Ich glaube, ich habe auch noch nie alle gefunden. Wie gesagt, ich weiß dann auch nicht, was dann passiert. Zur Not müssen wir mal Mr. Google fragen. Ist zwar peinlich, aber das möchte ich auch mal rauskriegen. Ist jetzt mehr so nach meinem Interesse. Dann gehen wir mal hier lang. Da ist noch eine. Tja, ja, ja. Mich wollt ihr nicht. Mich juckt es überall. Mich juckt es überall. Welche Frau sagt denn bitte, mich juckt es überall? Das ist ja eklig. Nicht mal als Abwehr sagt man sowas. Das ist ja widerlich. Ah, ja, ja. Hier geht's noch weiter. Mich wollt ihr nicht. Mich juckt es überall. Ihr wollt Stress, ne? Jetzt haben wir 6, jetzt wird es langsam knieflieg. Da sind die ja. Aber auch noch 4 Diener, wo könnten die noch sein? Die könnten noch da hinten bei den Schafen sein. Muss ich mal weitergehen? Egal, erstmal hier weitergehen. Die arme eingestürzte Scheune von dem armen Mann, der mir so überhaupt nicht leid tut. Da ist meine. Rausching ist meine Heimat. Lasst mich hier. Mit euch, Schafmörder. Jetzt brauchen wir noch 2. Eigentlich. Sagt, Rauschingen ist ihre Heimat, dann werden die auch nirgendwo anders sein. Einfach nochmal hier gucken. Diese Wurzeln! Hohoho. Sowas habe ich noch nie gesehen!
Schade auch. Muss ich noch weiter in der Stadt gucken. Zwei fehlen uns jetzt noch. Ich weiß auch nicht, wodurch ich diese Aufgabe jetzt bekommen habe. Da bin ich mir zu 100% unsicher. Ich hole gleich die anderen Jungs. Halt's Maul. Nicht? Nee, da hoch bin ich glaube ich noch nicht, oder? Ich habe gehört, was ihr getan habt. Ihr Scheusal! Ja, das sieht ja auch geil aus. Hier würde ich auch gerne wohnen. Aber nur wenn hier Glasfaser liegt, ansonsten nicht. Mal wieder konzentrieren. Uns fehlt jetzt noch eine Frau. Eine Frau, wo kann die sein? Denk nach, Felix. Denk nach. Da war ich schon. Hier bin ich ja auch schon weitergegangen. Noch mehr Unordnung. Mich knechtet ihr nicht. So, jetzt reicht's. Okay, jetzt gehen mir aber wirklich die Ideen aus. Na gut, während ich überlege, wo die letzte Frau sein kann, beenden wir diese Folge und sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal von Overlord Rising Hell. Ciao.